Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Burrito. Burrito? Burrito was? Wie heißt das Spiel? Ich habe schon wieder fast vergessen. Es nennt sich Burrito Bison Launcher Libre. Burrito, kennt ihr vielleicht? Das ist ein mexikanisches Gericht, so ähnlich wie Wraps oder sowas. Also ein Teigfladen gefüllt mit irgendwas, meistens Gemüse oder Fleisch. Und ein Bison ist ja ein Tier, so eine Art Büffel. Geeignet ist dieses Spiel für Kinder ab 6 Jahren. Und es sieht auf jeden Fall schon mal super witzig aus. Das sind hier jetzt Comics. Was passiert ist, ich habe das jetzt einfach mal übersprungen. Ich glaube, wir werden das dann einfach schon herauskriegen. Und wir sind anscheinend Wrestler. Was ist passiert? Also das Spiel ging wirklich super schnell vorbei. Ich habe einen neuen Rekord von 53 Metern. Ich glaube, das ist so eine Art Wettschießen. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wir werden aus dem Ring katapultiert und müssen dann diese Gummibärchen da platt machen. Und diese Gummibärchen, die helfen uns zu springen. Und wenn dann kein Gummibärchen mehr da ist, dann haben wir natürlich auch keine Sprungkraft mehr und dann verenden wir einfach auf dem Boden. Schade. 54 Meter haben wir jetzt geschafft. Ich übe noch ein bisschen. Launcher heißt, glaube ich, auch Rakete. Man muss immer so tippen und dann kann man... Oh, 57 Meter. Dann kann man hüpfen. Ich versuche mal den Winkel ein bisschen anders zu machen. Das erinnert mich ein bisschen an Angry Birds. Ein bisschen flacher vielleicht. Ah. Oh, 67 Meter haben wir jetzt schon geschafft. Macht auf jeden Fall Spaß, dieses Spiel. Okay, das war, glaube ich, auch 67 Meter. Oh no, das war weniger. Also richtig gut voran komme ich auf jeden Fall nicht. Ein neuer Rekord für mich. Beim Burrito Bison Launch Libre. Ich frage mich, wie man bis nach da hinten kommen soll. Da ist doch eine riesige Lücke, wo keine Weingummis sind oder Gummibärchen. Da komme ich doch gar nicht rüber. Oh. Ich glaube, so weit bin ich noch nie gekommen, oder? 69 Meter. Okay.
Ich darf nicht gleich alle Weingummis oder alle Gummibärchen plattmatschen. Ich brauche die natürlich. Die helfen mir zu springen oder abzufedern. Wie ein Trampolin. Also weiter als 69 Meter bin ich bislang noch nicht gekommen. Und go! Platsch, 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 platsch. Oh, das war vielleicht 70 Meter, oder? Nee, auch nicht. Auch 69 anscheinend. Mann, da gibt es bestimmt auch irgendeine bessere Taktik als die, die ich habe. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, bin ich natürlich immer offen dafür. Oh, da habe ich mir irgendwie viel zu viele Weingummis auf einmal kaputt gemacht. Oh, ich bin, glaube ich, ziemlich weit gerade. Yay! Ich habe voll den guten Lauf. Oh, doch nicht. Aber ich glaube, ein neuer Rekord. 98 Meter. Yes! Also ist wahrscheinlich immer noch schlecht, aber ich freue mich auf jeden Fall darüber. Mal sehen, ob ich das nochmal hinkriege. Wahrscheinlich war das jetzt eher Zufall. Ich darf auf jeden Fall nicht die Gummibärchen kaputt machen, die vorne laufen. Ich muss auf jeden Fall als erstes... Oh, da wollte ich nicht hin. Als erstes die kaputt matschen, die hinten sind. Ich muss mich von hinten nach vorne vorarbeiten, aber manchmal sind da so große Lücken zwischen. Dann lande ich einfach auf dem Boden. Okay, ready, steady, go! Boah, das wollte ich gar nicht. Das meine ich, ich habe irgendwie so einen Powerschlag und dann mache ich alles, was um mich herum steht, einfach Matsch. Ich würde sagen, so viel jetzt erstmal zu Burrito Bison Launcher Libre. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, wie ich dieses Spiel bestmöglich hier schaffen kann und meinen Rekord von 98 Metern auch knacken kann, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!